Abonnieren Sie Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format von Naturmedizin. Wir haben heute wieder das wunderbare, großartige Thema um das Reich der Pilze, weil ich heute wieder so einen Fachmann da habe, der einfach so vieles darüber versteht. Wie man es privat in der Privatwirtschaft einsetzen kann, in der Landwirtschaft, selbst auf dem eigenen Balkon so viele Pilze züchten kann, dass sie fast kein Fleisch mehr kaufen müssten, sondern sich wirklich nur noch von Pilzen ernähren könnten, in so einwandfreier Qualität. So, aber heute möchte ich eigentlich mit dem Fachmann mal ein bisschen darüber reden, über Nahrungsergänzungsmittel, über Flüssigextrakte im Bereich der Pilzwelt und was er da so alles weiß, das interessiert mich sehr. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich unseren Pilzexperte auch zeigen, Marc Schlüttler. Ganz herzlich willkommen, lieber Marc. Grüße. Was ich so lerne von dir, ist einfach phänomenal. Ja. Wirklich. Aber jetzt möchte ich dich vielleicht auch mal ein bisschen überraschen. Du hast mir nämlich diesen Pilz mal vorgestellt, das ist der Chaga. Ja. Riecht gar nichts. Also trocknet okay. Ist nicht so jetzt gerade. Dann gibt es ja so sogenannte Antioxidantien innerhalb der Medizinwelt. Man redet da, Vitamin C ist sehr, sehr stark, OPC ist sehr, sehr stark. Und das, was am allerhöchsten Wert hat, den sogenannten ORAC-Wert, das ist dann Astaxanthin. Ja, jetzt habe ich mal herausgefunden, was der Chaga-Pilz hat. Und Astaxanthin ist gerade mal noch 10% von dem. Und ich habe das in der Zwischenzeit mit mehreren Ärzten besprochen, die sagen, das gibt's doch gar nicht, das ist ja phänomenal. Wir müssten viel, viel mehr unseren Patienten flüssigen Extrakt von Chaga-Pilz geben. Ja, Pulver oder überhaupt, dass man den Pilz halt verwendet. Aber wer kennt den Chaga-Pilz? Eben. Ja. Ich meine, also wer kennt denn irgendwie, was weiß ich, Reishi-Pilz oder sonst was? Das ist ja, aber halt bleiben wir beim ORAC-Werk, bei diesen starken antioxidativen Wirkungen, weil das, ist der, das ist innerhalb von dem Bereich, wo die Menschen immer mehr übersäuern, immer viel mehr freie Radikale im Körper haben, Entzündungsprozesse haben im Körper, ist doch die Chaga die effizienteste Antwort. Viel, viel besser als jedes Vitamin C, das er schlucken könnte. Ja, eigentlich schon. Und er macht ja nicht nur das. Also er schafft ja auch sämtlichen Dreck dann nachher aus dem Körper heraus, was da drinnen sich ja nicht anhaften sollte. Ja, also das ist... Also ich habe bei dir ja so ein Fläschchen ja Flüssigextrakte gekauft, etwas Individuelles, aber das kann man ja auch rein als Chaga haben. Ja, sicherlich. Also jetzt die Verwendung, was haben wir jetzt traditionell? Kennt man das Ganze mit dem Teeaufguss, wie das der Asiate auch hat, oder? Ah, ich mache eine Wasserextraktion und habe meinen Tee, was ich tut man ein Stückchen runter, ja, und die kannst du dann mit kochendem Wasser aufgießen, ja, oder du tust es in einem Töpfchen, je nach Körnungsgröße, ja, den leicht köcheln lassen für eine halbe Stunde. Das sagst du, da habe ich einen Liter Wasser, da tue ich meine 20 Gramm, 40 Gramm Chaga-Schrot mit hinein, lass das köcheln und zieh so die wasserlöslichen Stoffe heraus. Das ist so das Traditionelle, das kennt man vom Tee trinken. Ja? Und da gibt es auch, wenn man jetzt auf den Weltmarkt schaut, was gibt es für Pilzprodukte in Nahrungsergänzung zum Supplementieren, wenn man jetzt nicht jeden Tag Schwammerl-Gulasch isst und ein Chaga ist jetzt nicht einer, mit dem ich jetzt ein Gulasch mache. Das ist so ein sehr harter Baumpilz. Ja? Wie komme ich an die Wirkstoffe? Also übers Gulasch essen mal nicht, dann muss ich das halt fein pulverisieren. Also aus Fruchtkörpern, ist schon mal die Version, was wir überhaupt auf dem Planeten haben. Fruchtkörper wird getrocknet, dann pulverisiert und dann kann ich das Pulver supplementieren jeden Tag. Entweder tue ich mir da halb Teelöffel mit in meinen Morgendrink, ja, oder wir haben es in Kapseln auch abgepackt, also Pilzpulverlose, ja, wo es bei uns jetzt auch noch hingeht, wie wir gesagt haben, der Pilz ist der Apfel auf dem Baum, ja, der Fruchtkörper. Ja, und das Myzel, ja, was wir bei uns auch machen, wir machen Myzel- und Fruchtkörperpulver. Nochmals, das Myzel, weil ich es ja auch lange nicht verstanden habe, möchte ich das nochmals ganz kurz den Zuschauern zeigen. Hier ist ein Reishi-Pilz. Da oben ist das der Apfel, wie der Marc gerade gesagt hat. Aber das Bedeutsamste am Pilz ist ja eigentlich, dass da unten dieses Weiße, das... So sieht übrigens der Wald auch aus, der Waldboden unten, richtig, oder? Richtig, das ist alles. Also alles du, so. Du hast das um den ganzen Planeten an Land wie im Wasser, der obere Meter der Erdoberfläche, ist alles mit Pilzmyzel durchzogen. Also alles ist ein großes Netzwerk und hin und wieder kommt mal was raus.
Und wenn ich auf dem Waldboden laufe, laufe ich eigentlich auf einem Pilzboden. Sie wissen schon, dass du da bist. Weil ja, eben dieses Netzwerk... Genau, das ist eigentlich auf dem ganzen... Wie das World Wide Web, was wir da erfunden haben, ja, hat das der Pilz schon längst. Das ist dann das Wood Wide Web, ja, wo unterirdisch eigentlich das Ganze kommuniziert wird. Also auf ein Kubikzentimeter Wald, ja, da hast du bis zu 1000 Meter Pilzmyzel. Ja. Und das atmet und frisst. Auch essbar. Ja. Das Myzel ist auch essbar, nur war immer die Frage, wie kriege ich natürlich das Myzel aus dem Holz heraus? Ja. Ja, oder wie kriege ich das Myzel aus der Erde heraus? Wie kann ich das da überhaupt kompatibel machen, dass man es verwenden kann und da nicht halt ja eben mehr Holz drauf hat oder andere Verunreinigungen? Ja? Ja. Und da haben wir uns eigentlich gedacht, weil der Pilz jetzt so 90% seines Lebens jetzt grob jeweils nach für Pilzgattungen ein Myzel ist. Ja? Ja. Und dann hat er grob seine 90-92% Myzel. Ja? Dann hat er grob seine 5-6% als Fruchtkörper. Oder ein Champignon ist halt schneller durch als wie ein Chaga. Ja? Und dann haben wir noch die 1-2% als Spore der Samen. Ja? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja hoppala, wir nehmen oben immer nur das raus, was wir natürlich beim Schwamm mal sammeln. Im Wald können wir nur den Pilz so verwenden. Traditionell, die letzten paar tausenden Jahre, ist das eigentlich auch so verwendet worden. Ja? Und wir haben da Methoden entwickelt, dass wir sagen, wir bringen Fruchtkörper und Myzel. Weil, was gibt es da für Unterschiede? Also im Fruchtkörper allgemein findet man so 40 bis 50 verschiedene Protein-DNA-Sequenzen. Ja, wenn man ins Myzel runtergeht, da ist man bei 300 bis 350 verschiedene. Ui, so ja, was ganz anderes. Da unten dran, das ist das, was man noch viel weniger kennen da draußen in der Wissenschaft und das noch ein ganz anderes Potenzial hat. Ja, also da reden wir nicht nur von Nahrungsergänzungsmitteln, sondern auch Beispiel, dass man Körner, ein Roggenbrot Roggen hernimmt, ja, das einweicht den Roggen über Nacht im Wasser, dann sterilisiert man das, impft es mit dem Pilz, wie bei einer Brutherstellung. Und lässt es aber viel länger reifen, dass das Pilzmyzel in die Körner hineingeht und dann umwandelt. Ja? Macht man das nach 2 Monaten, nimmt man das aus der Brut heraus, trocknet das Ganze und man macht mit dem ein Mehl und backt mit dem einmal ein Brot. Ja? Da werden sich viele Bäcker denken, ja hoppala, wo kommen denn die guten Geschmäcker her? Ja? Also das ist einmal so etwas, wo du es einfach nur wachsen lässt. Das sind jetzt nicht mit irgendwelchen Fermentoren oder sowas, wo Flüssigkulturen drin machst. Nein, das ist eigentlich Solid Fermentation. Ja, wo ich Trägermaterialien habe und das wandle ich mit dem Pilz nachher um. Ja. Und das ist natürlich vom Nahrungstechnischen her ein ganz anderer Part. Ja. Also wir haben Pilzpulver auf dem Planeten. Jetzt Beispiel, was haben wir in Europa? Ungefähr 99% in Europa von den Nahrungsergänzungsmitteln, die kommen alle aus China. Ja, die sind halt umpackt und Mehrwertschöpfung und sowas. Aber da arbeiten sie großteils mit Pilzfruchtkörpern. Ja, das ist das, was wir traditionell drinnen haben. Die letzten Jahrzehnte hat jetzt eigentlich der Westen, ist da viel mit Myzel nachgekommen. Ja, 1-2 Lehrmeister von uns, ein Stamets Paul und ein Doc Holliday, ja, die sind da jetzt schon länger drinnen. Das ist nochmal eine Generation weiter. Aber von dort haben wir auch einiges Know-how uns gesammelt in den letzten Jahrzehnten. Ja, weil sonst wären wir nicht groß weitergekommen. Ja, und in dem Bereich haben wir uns gedacht, es gibt eben das Pilzpulver aus Fruchtkörper und dann gibt es auf dem Weltmarkt noch ein Pilz Pulverextrakt. Ja? Das ist aber nur ein Heißwasserextrakt, wo man nur alle wasserlöslichen Stoffe rausgeholt hat. Das ist natürlich billiger in der Produktion. Und wir haben gesagt, das interessiert uns nicht. Wenn, denn wollen wir Pilzfruchtkörper, Pilzmyzel. Ja? Und aus dem machen wir dann ein ganzheitliches Extrakt. Also erst eine Kaltwasserextraktion für alle kaltwasserlöslichen Stoffe. Dann eine Warmwasserextraktion ja? Für die höher temperierten. Ja? Und danach kommt eine Alkoholextraktion. Ja, da wird es wieder Ginseng-Schnaps eingelegt in Alkohol. Ja, und dann nachher nach 4-6 Wochen ja, nehmen wir das Ganze her, lassen den Alkohol verdampfen und werfen diese 3 Fraktionen, Kaltwasser, Heißwasser und Alkoholextraktion, auf ein Trägermaterial. Und das ist das Bioglycerin aus Biosonnenblumenkernen. Ja, das ist das flüssige Extrakt, was wir dann gebracht haben. Ja, ja, das war ja auch extrem süß. Wieso war das so süß? Also auf der einen Seite kommen süßliche Sachen einmal vor den Polysaccharid
Bilden von den Pilzen. Ja. Das ist aber nicht das Problem für einen Diabetiker, überhaupt, überhaupt nicht. Ja, und das andere Süße ist von den Bio-Sonnenblumenkernen. Ja, also das Glycerin selber, ja, hat dann eine leichte Süße noch dabei. Aber eben für einen Diabetiker und Co. jetzt nicht so das Problem. Ja. Ich habe mit einem Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln gesprochen. Der hat mir gesagt, das ist ja phänomenal, wie süß das ist. Statt dass sie halt irgendwelche Pulver entwickeln und so, wo sie mit anderen Zucker arbeiten, Tagadose, Galaktose und weiß Gott was alles. Halleluja. Hätte man jetzt auch plötzlich die Möglichkeit, mit solchen Pilzsachen zu süßen? Ja klar, also vor allem Polysaccharide, da hat die Krebszelle ein Problem. Diese Zucker mag der Krebs nicht. Mhm. Ja. Andere Zuckerverbindungen, ich weiß nicht, wie viel wir heutzutage schon erfunden haben, da ist ja Zucker ab und zu noch gut, wenn es drinnen wäre, ja, als wie unterschiedliche Zuckerverbindungen, was wir da gefunden gehabt haben. Ich glaube, der Glucose-Fructose-Sirup, das ist ja Halleluja. Ja, ja, der Mais-Sirup, also, ist also wenn die Leute umbringen willst, stimmen wir genau das. Ich glaube nicht einmal, innerhalb von 3 Tagen, ja, also wenn man das, Beispiel in den Zuckerle haben wir das meistens überall drin, es ist ja alles umgesetzt worden. Immer wenn eine neue Verpackung kommt, weiß man, dass an den Inhaltsstoffen was geändert worden ist. Ja. Aber kommen wir bitte noch mal zu diesen Flüssigextrakten der Pilze. Ich habe angefangen mit diesem Chaga-Pilz und den könnte man theoretisch auch in einem Fläschchen drin haben, das Flüssigextrakt. Ja. Und das ist natürlich ein Knaller an Antioxidantien, wo alles drin ist. Richtig. Kann das auf einem Löffel geben, Mund einschaumen. Genau, aber Wasser dazu, ein bisschen Mund spülen. Aber könnte es auch ins Naturjoghurt einrühren? Ja, natürlich. Man kann so in Kaffee tun, statt dem Zucker tue ich halt ein bisschen Extrakt dazu. Also überall, wo ich einfach von den einen Zuckerverbindungen wegkomme, die mir nicht so gut tun, gehe ich halt auf was anderes. Ja? Also ich sollte sowieso ein bisschen reduzieren. Und das ist halt, was wir mit dem Flüssigextrakt auch bringen wollen. Es ist der Übergang, wenn man sagt, ich tue vorbeugen, dann nehme ich meistens Pilzpulverkapseln. Ja? Also Beispiel, wir haben einen Sportler, der hat in 6 Wochen sein Turnier. Ja? Dann fängt er jetzt mit den Pilzen an, 2x1 Kapsel am Tag. Ja? Dann nimmt er nächste Woche 2x2 Kapseln. Dann nimmt er die Woche drauf, weil er trainiert ja, 3x2 Kapseln. In der 4. Woche nimmt er schon 3x4 und zur Turnierzeit 3x5. Das ist jetzt eine Sorte. Ja. Und gerade zur Turnierzeit, wo der Akku mehr öfters regeneriert braucht und sowas, ja, ist er auf 3x5 Kapseln. Das sind 15 Kapseln am Tag von einer Sorte Pilz. Mhm. Wenn man jetzt noch eine zweite oder eine dritte, weil gerade die multiplen Wirkstoffe und die Kombinationen von den Pilzen verstärken einander. Ja? Wenn wir das noch hernehmen, sagen 3 Sorten, dann wären das 15 Kapseln in der Früh, 15 am Mittag, 15 am Abend. Naja, dann habe ich 45 Kapseln am Tag geschluckt. Ist jetzt vom Hungergefühl her, ist das schon was anderes. Und im Flüssigextrakt habe ich ja viel eine höhere Konzentration. Genau. Also da ist ein Teelöffel, hat einen Wirkungsgrad von grob 38 Pilzpulverkapseln. Ja? Und wenn man also sagt, ein Löffel sind 38 Teelöffel. Ja, also mit 100 Milliliter hat man grob, was sind das, 800 bis 900 Kapseln in 100 Milliliter Flüssigextrakt drinnen. Und das aber ganzheitlich alles extrahiert. Nicht und die das Hälfte ist nicht nur der Pilz oben, sondern auch das untere. Natürlich, das untere auch mit dabei. Da sagen jetzt viele, da züchten die das auf Holz und da sind Holzreste drinnen. Natürlich gibt es Puncher. Aber natürlich gibt es welche, die das in so einer reinen Perfektion machen, wo du es einfach am Endprodukt danach siehst, wenn es der Kunde konsumiert. Ja? Du hast mir ja einen Extrakt hergestellt, individuell auch für mich. Das sind ja 4, 5, 6 verschiedene Pilzsorten gewesen, wo du dann zusammengenommen hast. Cordyceps war da drin. Ja, also meistens ist es so, dass man den Reishi, also Reishi ist der japanische Name, der Chinese Glingchi dazu und der liebe Österreicher oder Schweizer oder Deutsche, ja, sagt eigentlich glänzender Lackbohrling, nur kennt ihn keiner mehr. Ja, also das ist alles untergegangen, aber er wächst ja auch bei uns in den Wäldern. Mhm. Also er hat ja einen deutschen Namen auch. Und mit dem Flüssigextrakt war das die Kombination, dass man sagt, wenn man einen Pilz nimmt, ist schon mal gut. Ja, aber wir sagen eigentlich in der Heilseite, was wir gesehen haben, jetzt, dass wir eher mehr zu multipleren Wirkstoffen kommen und die Kombination. Also wenn ich einen Reishi mit einem Cordyceps zusammennehme, sind beide stärker in der Wirkungskraft. Ja, sie ergänzen sich, als wie wenn ich sie einzeln nehme. Und dann kann man natürlich je nach Person das aufbauen. Ja. Ein Reishi kriegt Männchen, Weibchen und sonst was alles nachher da ist, ja, ist einmal auf jeden Fall. Dann kommt es darauf an, mehr Müdigkeiten, willst du ja Regeneration und sowas. Dann tut man Cordyceps dazu. Ja. Habe ich, also ein Cordyceps sinensis. Da gibt es auch wieder Unterschiede. Bitte immer nur Cordyceps ist nicht gleich Cordyceps. Ja. Also da gibt es Cordyceps militaris, sinensis, also da gibt es schon ein paar durch und das
Sie nennen es, ist gerade der mit Gold aufgewogen wird. Ja? Und wenn ich die Kombinationen mache, sage, ich habe Magen, Darm, Hirn brauche ich ein bisschen so Unterstützungen. Dann kommt der Igelstachelbart, die Löwenmähne dazu, der Heritium erinaceus. Ja? Und das kann man aber super toll mit dem, dass in einem Teelöffel 38 Kapseln sind, ja, umgerechnet. Ja? Mit drei Sorten sind das ja immer noch Zähne von jedem. Ja? Dann sage ich, ich nehme in der Früh ein halbes Teelöffel, ja, tue das vielleicht in ein Glas Wasser, ja, das verrühren im Mund, kurz Mund spülen, dann geht es über die Mundschleimhäute rein und das Glycerin, das dockt direkt an unseren Zellen an. Es hat ja nicht nur das, dass ich sage, zum Wohle. Ja, es hat ja nicht nur das, dass wir sagen, wir haben unterschiedliche, alle drei Extraktionsverfahren sauber, Alkohol verdampfen lassen, der hat da drin nichts zu suchen, dann können wir es von jung bis alt geben, unabhängig, was sonst noch konsumiert wird. Ja, und dann die Kombinationen der Pilze. Ja, und da komme ich halt natürlich jetzt, wenn jemand stark erkrankt ist, dann fängt der die ersten 10 Tage an, eher einen Esslöffel, ja, von diesem Extrakt in der Früh und am Abend und dann reduziert man auf einen Teelöffel. Mhm. Also so Mykotherapien, das ist jetzt nicht etwas, das ich sage, ich schluck jetzt einmal und dann war's das, ja, weil meistens das Leid, das ich aufgebaut habe, das ist nicht von gestern auf heute gekommen. Da habe ich schon was dazu beigetragen über Jahre hinweg. Und dann muss ich es halt dann nachher schrittweise wieder rausbringen und zu Mykotherapien, die gehen meistens so 3 bis 6 Monate, ja, also man stellt dem Immunsystem die Stoffe dauerhaft regelmäßig bereit. Also es bringt jetzt nichts, wenn du jetzt das Fläschchen alles auf einmal getrunken hättest, ja, zum sagen, dann habe ich für die nächsten 10 Tage schon vorgetrunken, na, dann würdest du bei dem Glycerin mit 100 Milliliter, dann hockst du eher auf dem Klo, ja, dann hast du eher so Darmreinigung einmal ein Zeitchen, ja, aber wenn du das schrittweise schön nimmst und dem Immunsystem bereitstellst, es ist ein Wahnsinn, was denn nachher passiert eigentlich. Ja, was man da schon so unterstützend dazu bekommt und man sagt, hey, hoppala, es ist eigentlich Wahnsinn, was die Pilze so können. Ja, wenn wir das jetzt mit anderen Spezien auch noch alles machen, dann wären wir ja 150 Jahre alt. Du hast mir noch eine Folie mitgebracht, was da alles so drin ist. Ich möchte gerne eigentlich die nächste anschauen. Ich glaube, das war da. Mhm. Hier hast du mal den Shiitake-Pilz aufgehört, was der für Nährwerte hat. Genau. Den gibt es auch in Form von Flüssigextrakt. Gibt es so Flüssigextrakt und gibt es so Pulverkapseln und sowas, weil es ist ja jetzt auch nicht, ich kann jetzt nicht jeden Tag ein Shiitake-Gulasch essen. Oder? Also wir wollen es ja jetzt nicht wieder übertreiben, dass man da einfach Pilze. Und ich kann es auf der Nahrungsseite sowieso mit einbauen, wenn ich 2-3 Mal in der Woche, wenn wir es schaffen, in den nächsten 10-20 Jahren, die Leute 2-mal in der Woche auf Pilze zu bringen. Ja, ja, dann sind da schon Veränderungen in der Tiefe. Was ich da sehe, ganz wertvoll, heißt immer, wir hätten Selenmangel, wir hätten Zinkmangel. Eisenproblematiken sieht man ja immer wieder. Und hier steht, ja, sage B1 sehe ich auch noch, B2. Also mit Shiitake könnte man sich einen sehr großen Bedarf an diesen Stoffen gut abdecken. Ja. Genau, um das ist es ja gegangen. Also ich sollte ja gar nicht supplementieren müssen, wenn ich über die Nahrung meine Stoffe bekomme. Aber wenn ich keine Lebensmittel mehr produziere, die Stoffe drinnen haben oder nur in geringfügigen Dingen und höhere Verunreinigungen drauf, dann funktioniert so nicht. Dann muss ich irgendwas supplementieren. Klar. Und dann kommt es natürlich darauf an, ist Eisen gleich Eisen? Ja, also wie viel ist, wie kann, was kann der Körper aufnehmen, was kann er nicht, was sind es für verschiedene Verarbeitungsecken und woher kommt das Ganze? Ja, aber ich meine, der müsste ja sehr gut aufnehmenfähig sein, das ist ja biokompetent. Ja, sowieso. Und vor allem, man muss sich ja grundsätzlich nur denken, die menschliche DNA oder die DNA der Säugetiere ist zu 25% gleich wie die von den Pilzen. Wir haben keine Verwandtschaft mit der Pflanze und wir haben keine Verwandtschaft mit dem Insekt. 0%. Und mit der Pilz haben wir 25% Verwandtschaft. Ja? Also eigentlich, wenn wir durch den Wald rennen und ein Schwammerl sehen, sollte man es eigentlich essen. Ja? Mhm. Aber eben durch die Ängste, die wir aufgebaut haben, jeder Pilz ist giftig, verseucht. Und ja, wir kennen es halt nicht. Ja. Man kennt es nicht und was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Mhm. Und das ist überall das Gleiche. Da muss ich nicht ins Tirol, ins hinterste Eck fahren. Ja. Was wir nicht kennen, dann schauen wir erst. Deshalb habe ich ja gefragt, noch Bauchweh kriegt von den Shiitake oder irgendwie etwas. Nö. Ja, alles gut. Ja, eben. Also das, Also wir gehen nochmals da zurück. Du hast nämlich auf der rechten Seite noch den Mandelpilz aufgeschrieben. Und wir können das ja auch mal ein bisschen vergleichen, kalorienmäßig. Der Fettanteil, das ist ja interessant. Shiitake hat fast gar kein Fett. Mhm.
Ja, Pilze im Allgemeinen sehr, sehr niedrig. Da haben wir jetzt auch, wenn da Fett 2,83, da sind wir jetzt bei 3,39 Gramm. Also jetzt von den Pilzen dick werden, ist jetzt eher das Problem. Ja, also zum Abnehmen, da werden wir nicht. Ja, das wird eher weniger funktionieren. Ja, ja. Aber sonst, wenn man sagt, okay, ich habe die Eiweiße drin, ja, ich habe die und die Selenwerte, da bei Mandelbeerz, gewaltig. Vitamin B1, 2, 3, ja, Pantonensäure, Vitamin D, Eisen, Kalium, Selen. Ja. Also das ist jetzt in den Angaben auf 100 Gramm Trockenpilz. Ja. Aber eben, ich muss einfach anfangen zum Supplementieren auf der einen Seite. Und dann, wenn ich mal ein Level erreicht habe wieder mit der Regeneration, das heißt ja nicht, dass du manche essen es 12 Monate, sie sagen mal, sie hören gar nicht auf. Ja, machen sie erst therapeutisch höhere Dosen und dann nachher fahren sie runter auf von mir aus eine Kapsel. Ja, am Tag. Ja. Ich habe gerade gesehen, da die Nadel im Heuhaufen auf der linken Seite beim Shiitake fehlt was ganz Wichtiges. Ah, ja. Tatsächlich, ja, genau. Der Shiitake ist irgendwann die Liste, die Seite. Ja, ja, ja. Aber trotzdem, das muss man sagen, der Shiitake hat alle 8 essentiellen Aminosäuren drin. Alle 8 essentiellen Aminosäuren. Ja, also da ist schon etwas, wenn man da auf das umbaut, eigentlich, man spürt es auch dann. Ja, also das ist auch, wenn der Körper dann nachher sich an das Ganze anpasst und nach 2, 3 Monaten und das mal mittendrin hat, das, ja, es ist schon gesund. Und wenn man es nicht jeden Tag kochen kann, gibt es eben diese Supplemente, ja, dass man sagen, auch von Kapsel bis zum Flüssigextrakt. Und beim Flüssigextrakt haben wir genau diesen Weg gewählt, wo wir gesagt haben, mei, dann kann man es von Kind bis alt überall geben. Es ist bei meinen Kindern, wenn die krank sind oder krank werden, sie was spüren schon, ja, dann gehen sie automatisch zum Schrank, holen sich die Extrakte raus, rühren da zusammen ein bisschen in ihrer Kinderküche. Ja. Ist ein bisschen mehr Sauerei, aber ist ja gleich, dafür machen sie es selber. Ja. Und dann tun sie danach Extrakt. Das ist ja bitter auf der einen Seite auch, ist ja nicht nur süß. Ja. Also es sind unterschiedliche Sorten, wenn ich die miteinander mische, gibt es natürlich auch unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ja. Also manchmal kann man sie jagen, manchmal nicht. Aber das ist, sie haben schon das drinnen, dass sie sagen, ah gut, ich fühle mich geschwächt, ah, dann schieße ich mir jetzt da gerade so einen Pilzbooster rein. Ja, also, und es unterstützt das Ganze. Was ich jetzt noch interessant finde, du hast mal in einer Sendung gesagt, der Chaga-Pilz, von dem ich jetzt gerade so viel Bedeutungsvolles gehört habe, der wächst über viele Jahre hinweg, oder? Mhm. Der braucht mehrere Jahre. Ja, ja. Und das wären so große Knollen oft, je nach Baumstamm, also Birke, ist jetzt eine alte Birke, ist eine junge oder was, aber ja. Also mein Anspruch ist hier wirklich, dass ich dieses Wissen dazu, dass man den Chaga-Pilz so gut nutzen kann, um antientzündliche Maßnahmen innerhalb des Körpers zu ergreifen, ein bisschen mehr zu vermitteln, auch den Ärzten gegenüber. Weil, wie gesagt, die meisten wissen nichts. Nein. Die haben noch nie was. Das ist, wenn du Pilz hast, Vitamin C und OPC und ja, dann ist aber fertig, oder? Und dann ist schon fertig. Und da kommt schon, es ist nicht nur der Chaga, also es haben meistens die Pilze viele Entzündungen. Wir haben ja nur Probleme mit Entzündungen da draußen. Und dann wäre es natürlich nicht blöd, wenn man das gleich, ja, im Keim eigentlich schon packt, wenn die Entzündungen anfangen. Nicht, dass sie sich erst über, dass man ein paar Wochen zuschaut, das probiert, da probiert, das breitet sich immer weiter aus. Klar. Na ja, da brennt halt dann immer mehr. Ja, also, aber was wir natürlich in der Mikrobiologie gelernt haben, jetzt blöd gesagt von der Mikrobenseite, wenn man eine Mikrobe erkennt, ja, dann sollte man sie so schnell wie möglich ersticken. Ja, und nicht erst zuschauen, was sich da daraus entwickeln könnte. Und in 2, 3 Wochen, naja, habe ich halt dann noch viel mehr Arbeit, um das Ganze wieder zu bewerkstelligen. Ja. Aber nochmals für mein Verständnis, also die Flaschen, die du da ja mir geschickt hast mit dem Flüssigextrakt, wie viel Pilz brauchst du von einem solchen Chaga, um so einen Flüssigextrakt herzustellen? Also da haben wir jetzt circa, wenn wir jetzt sagen, wir haben 5 Liter Extrakt, ja, mit den Methoden haben wir da an die, warte mal, das sind 2 Kilo Pilzfruchtkörper, ja, und 4 Kilo Pilzmyzel. Okay. So ist jetzt beim Chaga jetzt gerade die Aufteilung, wie es wir jetzt haben. Es sind unterschiedliche Konzentrationen, ja, vom Myzel zu Fruchtkörper, ja. Und beim Chaga ist es das eigentlich. Ja. Ja, bei den Pilzpulverkapseln ist beim Chaga 50% Pilzfruchtkörper und 50% Pilzmyzelpulver.
jetzt im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, das läuft ja unter Nahrungsergänzungsmittel, ja, oder? Ja. Da hat es ja Wirkstoffe drin, die wissen wir ja gar nicht. Oh, wie sieht das denn von der behördlichen Seite heraus? Ja, weil geht es jetzt noch, also wenn der Pilz ein Speisepilz ist, Beispiel ein Shiitake, dann können Sie auch nichts sagen. Geht's noch. Ja, aber Gut. Wir sehen jetzt schon auf einer Seite, dass es sowas wie Novel Food und Health Claims gibt, wo ein bisschen das Revier abgesteckt wird. Beispiel dieser da, das ist die Schmetterlingsdramete. Das ist eigentlich der meisterforschteste Pilz auf dem Planeten. Jeder hat den schon im Wald gesehen, der wächst auf Fichte, auf Buche, ja, der wächst eigentlich genau. Auf allem. Ja, gibt es natürlich unterschiedliche Färbungen und Ding, aber das ist immer so dieser Stufending. Ja. Mhm. Der Pilz wird eingesetzt für die Eigenproduktion von Killerzellen, ja? Also dass wir die Heilsarmee in unserem Körper wieder anschalten, ja? Die dann den Körper aufräumt. Gerade in Amerika drüben ist der jetzt sehr stark entkommen bei der Brustkrebstherapie. Ja? Hört sich jetzt sehr blöd an, aber die nimmt da Teelöffel, 5 Gramm Pulver am Tag, ja? Für die nächsten 2 Monate und die Sache mit dem Brustkrebs hat sich erledigt. Ja, das ist das. Und ich habe jetzt gerade keine großen Nebenwirkungen. Ja. Uns hat man es jetzt gerade verboten. Ich muss auch noch schnell einen rechtlichen Hinweis machen, nicht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Natürlich immer alles zusammen in Behandlung mit Ihrem Arzt oder Therapeuten. Das sind jetzt einfach Dinge, die unser Gast gerade gesagt hat, wie es in Amerika gerade abläuft. Hierzulande wird das ebenfalls auch schon eingesetzt von medizinischen Fachkräften. Heißt es aber nicht, dass Sie sich jetzt da nicht an die Pharmazie halten müssen und nicht an die Ärzte, sondern das ist einfach so das Naturpendant. Und dazu muss ich sagen, sonst wird diese Sendung nämlich gelöscht auf YouTube. Ach so, ja, neueste Gesetze. Genau. Also da ist immer ein bisschen was anderes dabei, aber ja, also da haben wir Chemiker und das ist halt nur traurig, dass man sagt, okay, auf der einen Seite verbietet man etwas, was seit tausenden Jahren kommt. Aber gibt es Bücher dazu, wo jetzt genau geschrieben wird, dass dieser Pilz auch die und die Wirkungsbeschreibungen haben, richtig. Auch auf eurer Homepage? Es gibt auf unserer Homepage Bücher. Deutsche, englische Bücher. Wie heißt die Homepage dazu? Die Homepage glückspilze.at, also .at, glückspilze.at. Ja. Also sonst gibt man einfach im Google mal ein Tiroler Glückspilze, da wird es jetzt nicht Top so viele geben. Gut. Ja. Und dann findet man uns eh. Auch diese Flüssigextrakte und was da genau, alles gibt. Genau, also da sind die Nahrungsergänzungsmittel, da sind die Zuchtsachen auch. Also man kann sich da richtig fordern, wenn man sagt, mei, ich bin kein Gärtner und da was des Zeugs brauche ich nicht, ich will mir das jetzt gar nicht erst anbauen, das ist mir da, nein, ich mache das eh nur kaputt. Ja. Aber ich würde gerne an die Wirkstoffe kommen und die regelmäßig nehmen, dann gibt es natürlich auch. Also es muss nicht jetzt erst jeder sich den Reis erst züchten, dass er dann nachher an das Ding kommt, sondern es gibt in diesem ganzen Lebenskreislauf unterschiedliche Ecken bis ganz hinten hin zur Mutterkultur. Also umso mehr Know-how er aufgebaut hat, könnte er sich das Zeug früher oder später sogar selber züchten. Mhm. Ja, alles gar kein Problem. Also so wie wir jetzt mit Shiitake über diesen Baumstamm, wo wir jetzt regelmäßig unsere Pilze selber essen können, könnte ich das mit diesem Reishi theoretisch auch. Dann sobald er da oben durchbricht, macht er einen Deckel, dann wächst er nicht mehr. Dann könnte ich den ganzen Pilz nehmen, zusammen mit dem Mycel. Beim Mycel, mal schauen, das ist jetzt ein Holzsubstrat gewesen. Ja. Da sind dann noch Holzreste drinnen, von dem würde ich es jetzt nicht unbedingt nehmen. Außer er hat schon total zersetzt, dann hat er die Zellulose schon alles umgewandelt. Ja. Und dann kannst du es rein theoretisch, aber in der Praxis eigentlich essen. Ja. Mhm. Aber wir machen das Mycel nicht auf irgendeiner holzbasierten Ecke, eben da zum Schauen, dass eben keine Holzreste oder sowas drinnen sind. Weißt du, ist das schon wie eine Blume, ja. Der ist schon eher so wie eine Blume, wo man sagt, mei, er hat ja da drinnen die Feuchtigkeit und alles, die Spitzen sind noch weiß, er wächst noch und jetzt wird er halt oben rauskommen und dann den Hut aufmachen, weil es heraus natürlich andere Sauerstoffverhältnisse hat, als wie im Glas. Wenn ich oben alles noch dichter mache, dass er ja nicht oben rauskommt. Nein, er kommt auf jeden Fall oben raus. Sicher? Ja, weil wenn du ihn ganz dicht machst, also sagst du, da oben drauf ist ein Partikelfilter, dass ein Gasaustausch gewährt ist. Okay. Wenn du ganz zu machst, ist das fast wie die Katze im Kübel und Deckel. Zu. Also dann nach einer Stunde schaut es da jetzt nicht mehr so lebendig gut. Aus. Gut. Ja. Gut. Sie heben natürlich einen ganz anderen CO2-Gehalt in der Luft, aber ja, geweihartig bei, er atmet ja Sauerstoff ein, CO2 aus, ja, und deshalb macht er im Glas das Geweih, ja, und sonst, wenn er jetzt das Sauerstoff, wenn man jetzt oben sagt, ich blase jetzt da Sauerstoff rein über einen Schlauch, ja, der macht an jedem Spitzchen nachher den Hut auf, ja, und so kennt man eigentlich, ja, so wird er im Wald wachsen, der glänzende Lackball, wo es der Hut aufmacht. Mhm. Aber eben bei den klimatischen Bedingungen sagt er, ja, hoppala, ich habe einen CO2-Gehalt von 9000 ppm da drinnen, ja, bah, wann haben wir denn das
das letzte Mal auf dem Planeten gehabt. Ja, eben. Ja, also da muss ich ja ganz weit zurück. Da ist noch unten. Das ist noch vor der Landesbesiedlung der Pflanzen und dann haben wir noch die also da muss man schauen, wo wie die Spielerei da hinten gegangen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese tollen Informationen. Ich denke auch, wir sind noch sehr jungfräulich unterwegs im Bereich der Pilzwelt, aber vieles ist schon da und wir werden alle gut bedient und beraten, wenn wir uns viel mehr mit diesem Thema auseinandersetzen würden, innerhalb der eigenen Ernährung, aber auch in Bezug auf Ergänzungen. Bei dir ist doch die Welt noch total in Ordnung. Oh, voller Schätze. Immer. Ja, du, mei, und wenn man sagt, mei, schau mal das, was als Müll übrig bleibt, das tut sogar am Regenwurm und sonst noch was gut. Ja, hey, das ist also, wir können eigentlich mit der Pilzzucht Gelder scheffeln, ohne irgendwie auf den Schultern eines anderen irgendwie das Ding. Ja, ohne zu schaden, im Gegenteil. Ohne zu schaden, nein. Und wenn es der Mensch nicht versteht, ja, dann machen wir es für Regenwurm und Bienchen. So ist es. Das Karma ist ja sicher kein Arschloch. Also von dem her ist das etwas... Das was ich auch mal gerne machen würde, ist, dich besuchen zu kommen, denn ich glaube, was ich da schon gehört habe, was du alles machst bei dir zu Hause, das Brot zum Beispiel, du hast in einer Sendung von Brot erzählt. Ja. Also das wäre schon mal cool. Nein, sicher. Also ich kann mal was mitbringen, wo man sagt, es sind so viele Möglichkeiten. Also das, was ich jetzt eigentlich braucht, ist noch mehr Leute, die neue Informationen aufnehmen wollen in einem Bereich, sich neue Geschäftsmodelle suchen und da aufbauen anfangen. Also so ein Pilzbrot, noch nie gehört. Ja? Noch nie gehört? Nein, das ist noch nicht so. Das aber da würde doch so jeder weit. Bäcker, wenn er, also, da würde doch die Gäste, die Zuschauer, die würden doch dieses Pilzbrot kaufen in der Bäckerei. Ja, also wenn man irgendwie unterscheiden will, dann in der Gastronomie oder so, was kommen da jetzt? Das spielt doch keine Rolle, ob es dann 4 Franken oder 8 kostet. Es ist auch schon wurscht. Spezielles haben wir. Da zahlen wir sonst nur 12 Franken dafür. Ja. Also wenn schon, wenn das schlechte Material schon 4 Franken kostet, blöd gesagt, was uns nicht so gut tut, dann müssen wir halt dann doch ein bisschen tiefer. Aber umso mehr Leute wir haben, umso billiger wird es, umso mehr System und Standards dazu aufgebaut werden, umso schneller ändert sich das Ganze. Aber Brot kann ich jetzt nicht bei dir bestellen. Nein, Brot kriegst du bei mir noch nicht. Aber ich kann dir den Rohstoff geben, wo du sagst, jetzt mach schon mal selber daheim und schau schon mal, was da dann nachher dabei rauskommt. Gut, ich frage nachher gleich die Regie, ob sie mal ob sie mal das überhaupt ausprobieren will. Super. Und dann sagst du mal, was hättest du denn gern für eine Pilzsorte drauf? Da haben wir ja ein paar. Und dann kann ich da fürs natürlich. Brot. Ja, natürlich. Okay. Also, unfassbar. Also gerade die ganze Lebensmittel-Ecke, da ist der Pilz so essen im Gulasch, das ist noch das Kleinste. Aber das müssen wir jetzt erst einmal gescheit voranbringen. Marc Schnüttler war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, wir konnten Sie wieder in eine faszinierende Welt mitnehmen, eintauchen lassen in die Welt der Pilze und was es da alles gibt. Und haben wir gehört, da gibt es eine Plattform, wo ganz viele Informationen drauf sind. Es gibt Büchermaterial, wo man sich einlesen kann. Und man kann einfach anfangen, es selber zu versuchen, wie jetzt am Ende der Sendung mit der Herstellung von Pilzbrot, wo ich keine Ahnung habe, wie das schmecken könnte, aber einfach total neugierig wäre. Schade, hast du es nicht mitgebracht. Das haben schon die Kinder aufgegessen. Ich opfere mich immer voller selbstlos für solche Degustationszwecke. Ja, ich glaube, ich komme schon noch wieder. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.